Wir haben noch gar nicht darüber geredet, du hast jetzt ein neues Format, Saturday Queer Night. Die haben wir immer gehört als Co-Moderator mit der Simi oder mit der Jasmine zusammen. Und jetzt vermehrt allein, also du hast schon ein paar Mal jetzt allein Sendung gemacht. Und jetzt, also das ist jetzt dein Format. Ja, Saturday. Warum jetzt allein? Also, ich finde das super, aber also hat es dir nicht gefallen, das Zweite? Doch, es hat mir total gefallen. Mit der Simi hat es mega viel Spass gemacht. Wir haben mega gut harmoniert, ohne etwas vorzubereiten, eigentlich nie. Es war mehr einfach ressourcentechnisch, wir beide gefunden haben, alle zwei Wochen Radio machen ist einfach zu viel. Das ist mega viel. Es ist wirklich viel. Und vor allem immer Samstagabend ist immer ein bisschen, ich meine, ich mache es ja mega gerne, aber das Wochenende ist ein bisschen im Arsch. Im Vergleich zu Bern, wir haben jede Woche jemand anderes, der Sendung macht. Das heisst, ich mache jeden Monat Sendung. Ihr habt alle zwei Wochen Sendung gemacht. Aber jetzt hast du eben alle sechs Wochen. Genau. Da kann man jetzt nicht irgendwie man kann jetzt nicht sagen, jeden letzten Samstag, sondern geht man am besten auf die Webseite. Oder gibt es da so einen Esselsbrück, wie man nein, sich erinnern nicht. Kann, wenn du... Gibt es nicht. Ich weiss selber noch nicht genau, wann ich Radio mache in 2020. Einfach alles. Also sechs Wochen. Wir haben in Zürich drei Sendeformate. Ja. Das ist die Queer Night. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an Hannes, der den Namen vorgeschlagen hat. Ich habe auf Facebook einen kleinen Aufruf gemacht an meine Freundinnen und Freunde und all dazwischen. Ich habe neue Namen gesucht. Da sind wirklich mega kreative Ideen reingekommen. Was ist noch so reingekommen? Queerlias. Jetzt befragst du mich im Fall. Ja, gell? Haben die nicht vorbereitet? Radio Regenbogen, wo es ja schon gibt. Grenzen? Nein, nicht grenzenlos. Queerbait. Aber das gibt es leider in Bern genau. Und Saturday Queer Night habe ich gefunden, ja, ich meine, es ist Samstag. Queer ist immer gut und es ist wie fast schon Nacht am 8. Und es tönt so ein bisschen wie Saturday Late Night oder so. Ja, genau. Oder Late Night wichtig. Show, oder? Ja. Aber ich finde es mega cool und darum auch die, also ich glaube, ich habe dir ein paar Jingles geschickt und die Art von Musik hat dich angesprochen. Es tönt auch so ein bisschen wie Late Night. Und Late Night darf ich auch. Also, schaust du Late-Night-Shows? Nein. Nicht so. Nein. Weißt du, so der Moderator am Anfang ein Stand-Up und nachher. Das wäre doch etwas, oder? Ich und Stand-Up. Du kannst jeder Sendung am Anfang ein Lied singen. Zum Beispiel. Ja, aber du singst ja auch. Ich singe bei Schmatz-Schwulen Männerchor Zürich, wo wir übrigens heute in einer Woche Melodien für FreundInnen haben, zum dritten Mal. Okay. Es ist ausverkauft, es gibt aber an der Abendkasse noch etwa 20 Billet kommen. Das ist eine zweistündige Show, Veranstaltung, ja. Konzert, hochstehende Musik mit etwa 40 schwulen Männern. Super lässig. Alle vom Schmatz. Cool. Und also wann ist das Datum? 26. Oktober, heute in einer Woche. Heute in einer Woche? Genau. Es gibt noch Tickets. In der Kieler Oberstrasse. Oh. Sagt ihr jetzt nicht, das ist das. Nein, aber es ist ein Kieler und es tönt gut. Genau. Und yes. Wir kommen Infos finden darunter www.schmatz.ch. Ja, das darf sein. Die Werbung darf sein. Ja, und jetzt, was hast du für Pläne mit Saturday Queer Night? Du, ich muss ehrlich sagen, ich habe noch kein Konzept. Momentan ist es wie so ein bisschen, ich rede einfach mit meinen Gästinnen und Gästen. Das ist auch ein Konzept. Ja, total. Wenn ihr da außen vielleicht irgendwelche Ideen habt, was ich könnte anders machen, neu machen, etwas ganz für Queers, dann meldet euch doch einfach. Aber willst du das wirklich, dass du musst machen, was die anderen... Nein, weißt du, am Schluss entscheide ich einfach ich. Ja, eben, genau. Von du musst das aussuchen. Dass man passt, das nimmt, dass man nicht passt. Also du willst jetzt eigentlich einfach kreativ Köpfe, die Ideen haben für Showkonzepte. Genau. Und wo du dann nachher kannst für dich... Wobei, ich muss sagen, ich finde es im Fall mega angenehm, einfach zu schnurren. Das ist eben auch mega gut. Ich finde, ihr macht das in Zürich so gut. Wir in Bern machen das natürlich auch gut. Sonst komme ich auf den Nägel, wenn ich das nicht sage. Aber dort ist halt sehr viel durchgeplant. Und bei euch entstehen manchmal Diskussionen, wo sonst eigentlich nicht möglich sind. Ihr redet über jeden Scheiß manchmal. Und dann kommt, also, das ist nicht böse gemeint. Nein. Und dann kommen gute Sachen raus. Vor allem ist, also ich meine, ich persönlich das ja nicht wirklich vorbereitet. Ja. Du hast mir gerade vorhin im Off gesagt, könntest du mir amigs Fragen zustellen, damit ich mich ein bisschen vorbereiten kann. Nicht zustellen, aber weißt du, so fünf Minuten bevor das Lied fertig ist. Nein. aber nein, also geht es dann um Kritik. Ich finde es super, dass du deine eigene Sendung jetzt hast. Und ich freue mich schon, was aus dem wird, weil du hast deine Art, wie du Radio machst und die gefällt mir.
Jetzt gebe ich wieder an dich. Das Funkeln überkommen vom Fabio, wenn er es könnte sehen. Übrigens, das, ja. Nein, das muss ich gleich mal schnell sagen. Ja. Jetzt haben das, ich habe beide Seiten, also dich und mich, aufgenommen mit dem Nattel und der Kamera. Und das gibt also sicher ein... Oh, ist das Telefon? So, ich warte, jetzt muss ich gerade schauen, ob das Telefon kann. Aber ich vertraue auf dich, Elias, wir sind dabei gewesen, dass es gefunkt hat zwischen uns. Genau. Und dass du eine super Sendung machst und ich wünsche dir ganz viel Spass. Und jetzt übergebe ich wieder dir, dass du deine Sendung noch fertig kannst machen. Saturday Queer Night auf Radio Lora. Queer Up Radio auf Radio Rabe, Radio Lora und im Livestream von Radio Grenzen.